Hallo zurück bei Tiffy TV. Heute geht es um Alkine und Halogenverbindungen. Zu den Alkinen lässt sich sagen, sie verbrennen wie alle Kohlenwasserstoffe und die elektrophile Addition verläuft wie bei den Alkenen. Sie können deprotoniert werden durch eine starke Base, da sie selbst einen sauren Charakter haben. Nun zu den Halogenverbindungen. Synthesen, die dorthin führen, sind bei den Alkenen und Alkinen die elektrophile Addition. Bei den Alkanen ist dies die radikalische Substitution und bei den Aromaten die elektrophile Substitution für Aromaten. Man kann allerdings auch herstellen bzw. aus halogenen Alkanen herstellen durch die nukleophile Substitution. Dabei steht das Wort Substitution wieder dafür, dass ein Nebenprodukt abgespalten wird. Nukleophil heißt, es greift diesmal ein Nukleophil an. Das heißt, dass vorher am Kohlenstoff, was in dem Moment ja den positiven Kern bildet, schon etwas anderes gebunden sein muss als ein Proton. Weil wenn nur ein Wasserstoff daran gebunden ist, dann ist Kohlenstoff ein negativer Kern oder hat eine negative Verzerrladung. Während, wenn da zum Beispiel eine OH-Gruppe dran sitzt, das Kohlenstoff positiv ist. Man unterscheidet in SN1 und SN2. Bei der SN1 spaltet sich die Abgangsgruppe ab und das Carbokation bildet das Intermediat. Anschließend greift das Nukleophil an der positiven Ladung an. Ob der SN1-Weg stattfindet, liegt daran, wie stabil das Carbokation ist. Nun zu SN2. Während das Nukleophil angreift, spaltet sich gleichzeitig die Abgangsgruppe ab. Das geschieht ohne Intermediat. Durch die geringe Stabilität eines primären Kations geschieht der SN2-Weg meistens bei primären oder bei sekundären Substraten. Hier eine Übersicht, was wie wann reagiert, das alles schön zusammengefasst. Ich komme an dieser Stelle nochmal zurück zur Eliminierungsreaktion, da diese Reaktionen mit den nukleophilen Substitutionen in Konkurrenz stehen. Und hier noch einmal zum Vergleich die Reaktionen SN1 und SN2 und die Reaktionen E1 und E2. Hier sind die Faktoren aufgelistet, wonach die Reaktion entschieden wird. Eine Übersicht, was denn nun wann passiert, das ist alles nochmal hier in einer Tabelle zusammengefasst, also super praktisch quasi. So, das war's auch schon wieder, es war jetzt ziemlich kurz, aber dafür wird das nächste Video wesentlich länger. Bis dann, tschüss!